Ich würde mich persönlich nicht als besonders verrückt bezeichnen, aber wenn man dann gerade aus kurzer Distanz einen Schuss bekommt und dann sagt, komm, schieß mir doch ins Gesicht, kein Problem, Hauptsache der Ball ist nicht drin, muss man schon ja, einen kleinen Knall haben vielleicht. Und dementsprechend ja, muss man als Torwart muss damit umgehen können, den Druck zu haben. Jeder Fehler ist normalerweise ein Tor. Gut, Jonas, sehr weit. Kleiner Schritt. Gut, Jonas, der Torhüter kann 90 Minuten lang super spielen, wenn er dann in den 91. Minuten einen Fehler macht, ist eigentlich alles vergessen, was er vorher Gutes gemacht hat. Jawohl, sehr gut. Als Torwart ist die Aufgabe, dass der Ball nicht ins Tor darf. Und am Ende ist es egal, wie es passiert ist, Hauptsache der Ball ist nicht drin. Ein wichtiger Leitsatz ist, wenn du besser sein willst als andere, musst du auch mehr machen. Are you ready?